Usain Bolts Traum vom Profifußball könnte in Australien in Erfüllung gehen. Der Erstligist Central Coast Mariners soll der Leichtathletik-Ikone einen Profivertrag angeboten haben. Das berichten britische Medien unter Berufung auf Bolts Berater Ricky Sims. Mariners Trainer Mike Malvay sprach jedoch von Spekulationen und betonte, er wisse nichts von einem Angebot. Ich kann bestätigen, dass Usain von den Central Coast Mariners ein Kontrakt offeriert wurde, sagte Sims der BBC. Laut Daily Telegraph soll Bolt bei den Mariners deutlich weniger Gehalt bekommen, als die ihm angeblich im August in Aussicht gestellten 3 Millionen australische Dollar, 1,85 Millionen Euro. Auch die Marke von 1,5 Millionen australischen Dollar, 930.000 Euro, die Clubbesitzer Mike Shuttlesworth geboten haben soll, würden nicht erreicht. Usain Bolt trifft doppelt bei Mariners Debüt. In der vergangenen Woche soll Bolt ein Angebot des maltesischen Meisters FC Valletta über einen Zweijahresvertrag abgelehnt haben. Der achtmalige Olympiasieger hatte zuletzt bei seinem Startelfdebüt für die Mariners in einem Testspiel doppelt getroffen. Bolt hatte schon zu seiner aktiven Zeit als Sprinter offen über Ambitionen auf eine Fußballkarriere gesprochen und unter anderem ein öffentliches Training bei Borussia Dortmund absolviert. Werbung, Werbung.